Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Turing-Karte. Version 2.0. Das ist die Karte Nummer 2. Gab schon mal einen 17er. Darum sind die Version 2. Ich habe es ja auch der 17er nicht gespielt. Da hatte ich die Crawler Belt gehabt, hier die USA-Karte. Da ich auf große Karten stehe. Ich habe hier noch keine 19er gefunden. Aber es wäre jetzt nämlich auch nicht in Frage, weil mittlerweile sind wir hier beschäftigt. Ich möchte ja auch ein bisschen was schaffen. Und da wären 17 und 19, eine 16 Fachkarte einfach zu groß. Und ich glaube, hier wäre auch performance-technisch ein Problem. So, wird noch dunkel, wollen wir dicht machen, ne? So, jetzt sollten wir aber nicht mehr stören. Schauen wir mal. Ja, jetzt machen sie da rein, kippen noch und dann geht das die Nacht rein, ne? So, dann parken wir diesen links. Ich dachte, den bauen wir nochmal. So. So, aussteigen und zum LKW laufen. Ja, wie gesagt, der Baum, der stört jetzt sowieso immer wieder. Dann nehmen wir gleich weg. Wenn beim nächsten Mal oder übernächsten Jahr wieder Strohlauf ist, dann wird er wieder stören, ne? Und dann ist er dann auch blöd. Muss gepflügt werden, bist du wahnsinnig. Ja, was wir hier einbringen, das weiß ich noch nicht genau, wahrscheinlich gab's, haben schon zwei Felder im Plan. Also gibt da noch Soja und Sonnenblumen als Möglichkeit. Erdfrüchte will ich noch Abstand nehmen, weil wir aktuell überhaupt keine Fahrzeuge für haben. Aber alles, was wir im Frühjahr aussehen. Gras ist ja schon fertig. So, und andere. Die Aussaat hier mit Raps, das lasse ich noch ein bisschen warten. Mitte ungefähr, wenn wir anfangen, Mitte. Das sind zwei Felder. Hier eine Seemaschine. Das sollte kein Problem sein. Und hier werden wir entsprechend die Ladung hauen wir gleich mal in die Mischfutterfabrik rein. Das machen wir da jetzt voll. Dann werden wir hier Heu kaufen. Weil Heu haben wir aktuell überhaupt nicht. Es wäre das ja auch nichts geworden, einfach zu nass. Die Variante Heutrocknung, die können wir hier auch machen. Hat nur den Haken, wir hätten dafür kein Geld gehabt. Also kaufen wir diesmal nochmal Heu. Einen Schwung, Ballen und dann und nächstes Jahr, wenn wir haben wir eine große Wiese, da können wir ja zumindest zum Teil Heu machen. Ne? Zum Teil. Alles glaube ich eher nicht, aber mal sehen. Oh, da kommt der ja, der Tofahrer. Wenn morgen hell ist, werden wir entsprechend Heu holen. Jetzt machen wir mal Silage rein. Dann werden wir schön im Winter verkaufen alles. So haben, ne? Maschinen müssen noch alle Richtung
Ball habe ich noch stehen beim Sojafeld, aber ist okay. Aber jetzt ist Farmsilo voll, das ist ja praktisch. Praktisch, nicht praktisch, sagen wir so. Ah, nehme ich einen anderen LKW. Ich habe ja noch einen anderen da. Dann machen wir gleich das Silo entsprechend leer und wir werden das gleich in den Mischerfabrik reinfahren. Hier, den lassen wir stehen für Silage. So. Lauf, Junge. Oh, Pfützen noch liegen. Pfützen sich aber nur bisher hier in dieser Karte. Sprinten. Wir spulen mal vor, ne? So kann man es auch sehen. Der wird mich warten. So, nehmen wir den LKW. Ah, das ist ja ganz ungünstig, ne? Hat er vorne auch was reinkippt? Ne, vorne nicht. Okay. Dann können wir nämlich Tor reinkippen. Einfüllen. Und dann können wir beim nächsten Mal den Axels abkippen, weil aktuell ist ja der Abkipppunkt blockiert vom Co-Fahrer und der fährt ja nicht weg, wenn er nicht abkippen kann. Also werden wir jetzt hier gleich mal die Runde fahren. Nochmal aufnehmen. Dann müssen wir den Anhänger wechseln. So, in dem Bereich. Ach, hier haben wir auch drin, das ist gut, das passt ja. Na gut. Das ist ja nicht so viel, ne? Das ist ja für die Tagration für die Kühe. Also ich würde hier keinen Mist reinkippen und dergleichen. Also es kommt mir aus, ja. Wenn nämlich ein Rohr Getreide kommt, dann muss da kein Mist durchgehen. Ne? Also, na jetzt, wir haben wieder weiter weitergearbeitet. Gas, ne? Das ist ein lauer Traktor. Das werde ich mal wahrscheinlich aussortieren. Wahrscheinlich. Ich habe ja vor, die ganzen Mods, also die ganzen Fahrzeuge zu verkaufen. Dann werde ich alle raus, bis auf wenige Ausnahmen. Also wirklich wenige Ausnahmen, die ich dann behalten werde, die ich brauche. Das geht im Grunde mit der Auto-Anhänger für Holz und für Ballentechnik. Die brauche ich auf jeden Fall. Und den Anhänger, da kenne ich mir auch mal auf. Kann man auch behalten. Ansonsten möglichst viele aussortieren. Das ist ja beim Laden, beim Spiegel, dauert schon unnötig lange. Gut, das mache auch an Kursplay liegen. Aber je weniger Mods drauf sind, umso besser ist es, ne? Aber, ja. Dann habe ich fast 5 GB Mods am Datenhof drauf, aber es ist schon zu viel. Werde ich mir irgendwann mal eine Woche beschäftigen mit. Müssen. Fangen wir mit einer Karte an, muss ich mal die ganzen Mods sichern vorher. Separaten Speicher und dann gehen wir bei und dann löschen wir das im Spiel direkt, weil ich dann sehen kann, was für Fahrzeuge wir dann löschen, ne? Oder Gebäude. Weil Gebäude ist ja auch ein bisschen gefährlich, weil die Hallen sind ja alle schon gestellt und das ist dann, wenn ich da die verkehrten lösche, dann ist das ungünstig, ne? Dann sind die ja weg. Ich kann das auch wieder raufbringen, aber dann nutzt ja auch nichts, die sind trotzdem weg und das Geld ist auch futsch. Im Grunde müsste man alle Gebäude verkaufen. Das wäre das sicherste. Und dann neu aufstellen. Aber schauen wir mal, dass es weit ist. Dann hat man zumindest einen Teil des Geldes wieder. Gut, man könnte sich das aufschreiben und sagen, okay, das sind die Millionen wahrscheinlich. Aufschreiben. Die Gebäude dann entsprechend mal bauen. Ne? Oder man schreibt sich das gut. Die Zahl und dann hinterher abziehen, ne? Kann man sehen.
auch noch einen Schwung Heu. Das machen wir auch noch. Sobald es hell ist. Und diese Hallen brauche ich ja fast gar nicht. Ich würde eher hier einen Stall bauen. Und hier ist zappenwüster hier. Nicht vom Dorf. Was ist das für ein Weg da unten? Ja, ist alles umgebaut. Auch mein Mikro ist jetzt auf der anderen Seite. Ist an sich nicht schlecht. Und dann muss ich noch den Rest ein bisschen aufräumen. Wieder so herrichten, wie es vor einigermaßen ordentlich war. So, den nächsten Engel. Machen wir auch voll. Geht grad rein, ne? So, jetzt können wir auf 30 Stellen, wir haben hier nachts. Dann müssen wir auch wegfahren und dann gucken wir gleich mal wegen der Kühe, wegen Wasser. Vielleicht eine Fuhre Silage holen. Dann sagt einer immer keine Arbeit, ne? So. Jetzt gleich mal aufsteigen. Und ab zu den Anhänger. Wasser. Ich meine, die sind ja notfalls versorgt mit der Pumpe. Aber ich persönlich mag es eigentlich, wenn die Wasser gekriegt auch bekommen, wie lange die sie haben wollen. So. So geht auf. Läuft. Haben sie Futter. So. Dann gehen wir ganz kurz im anderen LKW. Dann machen wir die Karte. Und bringen die Silage auch noch hin. Jetzt machen wir zur BGH. Oder? Ich glaube, mir schon das Wichtige, ne? Der Stroh klappt jetzt einigermaßen. Ich muss sagen, die erste Runde tat er sich ein bisschen schwer. Wahrscheinlich, weil die, ja, die Bäume zum Beispiel. Ah, ja, da ist er ja, da ist er, weil die Fahrer. Ja, das kippen wir jetzt in die BGH rein und diesen Geld kriegen. Dann können wir anfangen mit den Schulden zurückzuzahlen. Das ist ungefähr 200.000 im Geld behalten und der Rest geht zurück zur Bank. Dass wir hier mit den Kreditkosten Zinsen und so weniger kriegen. Die Bank freut sich, wenn man Schulden behält. Ich nicht. Jetzt haben wir schön den Rechner entlastet. Also ist das, sehe ich deutlich in der Prozente, also dass es deutlich weniger geworden ist. Oh, ist leer. Jetzt geht's nochmal auffüllen und dann geht gleich weiter mit dem muss ich losnehmen und dann auffüllen. Mit Heu. Dann kaufe ich erst Heu, wenn ich daneben stehe, und dann wird der aufgeladen. Sonst kann sein, dass die
bei der Menge entsprechend über Albert liegt. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke euch fürs Reinschauen. Und seid mir auch hier mal Füße um den Ring. Ciao, ciao. Ja, man hört uns jetzt schon leicht zur nächsten Folge, wenn ihr Lust habt. Wir machen morgen weiter mit, oder heute wahrscheinlich, mit, heute? Könnte sein, heute. Heute mit Silage und Stroh und die, wir werden die Futtermischanlage voll machen mit Heu. Da schauen wir mal los und holen eine Ladung Heu. Das sieht klasse aus. Da immer diesen LKW nehmen. Und wenn wir jetzt zum... Ja, ich habe halt Tschüss gesagt, ne? Muss ich auch beenden. Tschüss.